Ja, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Und ich, als der König von GTA, als Gott, der sich nun offiziell auch den Titel Gott genommen hat, in einem virtuellen Spiel, versteht sich, hat heute wieder ein Video vorbereitet, ein Video über meine Anfänge auf YouTube und meinen Weg auf YouTube. Der Weg auf YouTube von der junge Zocker war nicht leicht und er war steinig und schwierig. Und mein erstes YouTube-Video auf YouTube, das war eine Eidechse. Und diese Eidechse, die ich in der Nähe einer Burg aufgenommen habe, gibt es immer noch. Das Video existiert noch. Und dieses Video war mein erstes Video. Und dann fing ich an, irgendwelche wildfremden Twitter-Kanäle zu filmen und sie zu kommentieren. Und das hat der GEMA überhaupt nicht gefallen. Oder dem Urheberrecht. Genau, das hat denen überhaupt nicht gefallen. Ja, diese YouTube-Fuzzis da. Und die haben auf jeden Fall meine Videos gesperrt. Könnt ihr euch das vorstellen? Meine Videos wurden gesperrt. Och, warum kann ich diese Nutte nicht abknallen? Schade, schade. Ich hätte gerne meine Rache ausgelassen, aber das funktioniert leider nicht. Auf jeden Fall habe ich dann weitergemacht mit Let's Plays. Ich habe einfach meinen Bildschirm abgefilmt mit dem Handy. Ich habe mir ein Handy gekauft und dann habe ich mein Bildschirm abgefilmt und Let's Plays gemacht, war sehr erfolgreich damit und bin dann irgendwann mal zu Elgato gewechselt, aber die Elgato Game Capture HD ist der größte beschissene Mist, den es überhaupt gibt, weil das wieder so wie Kabelsalat ist und die Grafik ist auch nicht gerade so toll. Und jetzt müssen wir die Nutte abknallen, weil ich ja gesagt habe, dass ich ein Kalifat in GTA 5 online errichtet habe und alle Prostituierten werden hier ausgelöscht, vernichtet. In GTA, in meinem GTA. Was machst du da in meinem GTA? Schämst du dich nicht, dich zu prostituieren? In den Skripten von GTA steht drin, dass es verboten ist und eine Sünde ist, sich zu prostituieren. Und du prostituierst dich in GTA. Das geht nicht. Genau, ich habe dann weiter YouTube-Videos gemacht und ja, meine Abonnentenzahl ist weiter gestiegen. Ja, und irgendwann mal kam halt auch die PS4 nach Jahren, die PS4 im Jahr 2014 war es, glaube ich, habe ich die PS4 gekauft und dann ging es richtig los, weil da ging auch meine Abonnentenzahl nach oben und ich habe viele Kämpfe mit anderen YouTubern gehabt, zum Beispiel mit diesem Montana Black, den habe ich auf YouTube richtig rasiert, der hat richtig Angst bekommen und die Angst hält immer noch an und ich finde das gut, dass er Angst bekommen hat und dass ich auch das Battle gewonnen habe, 1 vs 1, das zeigt auch wieder, dass ich ein mächtiger Spieler bin, ein großer Player in diesem großen YouTube-Teich, ich bin ein richtiger Big Player, auf jeden Fall, ja, doch. Muss ich auf jeden Fall sagen. Absolut. Muss ich mich selber loben. Und ein Dank auch an alle meine Abonnenten. Und ich werde niemals auf YouTube verschwinden. Weil es gibt viele YouTube-Channels auf YouTube von mir, die ich besitze. Nicht nur einen, nicht nur zwei, sondern etwa 85 YouTube-Channels. Und es existieren etwa 15.000 YouTube-Videos von mir. Nur ihr habt sie noch nicht gefunden. Das ist das Krasse. Ihr kennt nur die bekannten YouTube-Channels wie Bruno Weigel oder vielleicht PS4-Account YouTube Gamescom, wo ich gerade Propaganda mache. Sehr erfolgreich übrigens Propaganda mache. Das muss ich auch nochmal sagen. Und ja. Ich bin auf jeden Fall auf YouTube schon überall vertreten, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich mach den Passivmodus rein, du Muschi. Weil du wirst mich nicht kriegen, weil ich Gott bin. Respektiere mich, achte mich, fürchte meine Stimme. Du hast Angst? Komm her.
Komm her. Jetzt passt auf. Jetzt bekommt er auf die Fresse. Och Mann. Ich will, dass dieser Typ mich hört, dieser Down. Ihr werdet jetzt sehen. Der Präsident von GTA 5 spricht mit dem Ungläubigen. Ah, fuck, du hast Glück gehabt. Ja. So fing das auf jeden Fall an und YouTube macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. YouTube ist ein Hobby von mir und ich werde es wahrscheinlich auch nicht jeden Tag auf die Kette bringen, ein Video hochzuladen. Aber auf jeden Fall alle 3 Tage kommt ein Video und ja, besucht auch meine Propaganda-Channels und ja, abonniert den Channel und ja, like den Channel und ja, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 4, der Präsident, der Leader und Gott von GTA 5. Perfekt, aua.